Sabrina, ich bin die Gründerin von Junge Kunst. Ich habe das Ganze 2016 ins Leben gerufen, mit der Idee, jungen Künstlern in Wien und darüber hinaus die Chance zu geben, auszustellen, weil es doch auch sehr oft sehr schwer ist, für junge Künstler an Galerien zu kommen, und das ist der Part, den ich bzw. mittlerweile wir dann hier übernehmen, dass wir eben Vernissagen für bzw. Ausstellungen für die Künstler organisieren. Ich bin die Kuratorin von Junge Kunst und gemeinsam mit der Carina mache ich jetzt seit Volume 3 Ausstellungen und Vernissagen. Das Tolle dabei ist, mit jungen Künstlern zusammenzuarbeiten, tolle neue Leute kennenzulernen, an die unterschiedlichsten Stellen von Österreich und darüber hinaus zu kommen. Es geht hauptsächlich darum, aufstrebenden, werdenden Künstlern quasi eben diese Chance für das erste Mal ausstellen zu geben. Das ist auch eine Erfahrung an sich, wo man sich dann mit anderen Künstlern austauschen kann und eben man kann seine Probleme teilen, seine Erfolge teilen. Also es geht eigentlich ein bisschen auch um so eine Plattform zu gründen. So. Ja. Für mich persönlich macht es einfach unglaublich viel Freude, Leuten am Anfang ihrer Karriere das Gefühl zu geben, dass da noch mehr kommt. Also dass das, was sie tun, was sie in ihren Ateliergruppen oder auf der Uni oder in ihrem eigenen kleinen Zimmer machen, dass das gesehen wird und dass Leute sich dafür interessieren. Das Faszinierende an Kunst für mich ist fast gar nicht in Worte zu fassen. Es ist einfach alles. Also Kunst ist Leben, Kunst ist Auseinandersetzung, Kunst ist Liebe, Kunst ist Freundschaft finden. Und das macht das Ganze auch so spannend, weil es sich eigentlich in allen Lebensbereichen finden lässt. Und selbst wenn der Kontakt mit einer Kunst schwerfällt, löst es dann doch etwas aus.